Ja, dann mal einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen. Ja, King of Retail, wie ihr seht, bin ich gerade im Profil drin und habe das alte Profil jetzt einfach mal gelöscht, weil unsere Einnahmen waren ja nicht die besten und wir sind ja tief abgerutscht mit den Zahlen. Das heißt, wir machen uns jetzt einen neuen Manager. Der heißt jetzt, ich in YouTube. So. Das haben wir nicht. So. Das ist der neue Manager. Ja, ist ready. So. Wir gehen natürlich gleich in den Expertenmodus und unseren Shop nennen wir. Wir nennen ihn einfach Jackpot. So. Wir nehmen mal einfach die einfachste Variante. Wir nehmen reiche Leute, wir nehmen Großstadt und ein leichtes Spiel. So. Dann wollen wir mal gucken. Ich bin eher so der Blautyp. Okay, nehmen wir das. Start Game. Ja, wir starten das Game. So. Nein, wir brauchen kein Tutorial. Wir kennen das Spiel ja schon. So, als erstes müssen wir die Wände streichen. Wände oder Boden. Ne, der Boden machen wir schon mal braun. Das ist auf jeden Fall. Grau ist gut. So. Jetzt brauchen wir die Wände. Die Wände machen wir unterschiedlich. Aber doch nicht in Fliesen. Die beiden Wände machen wir so. Okay, wer wird jetzt denken, sieht scheiße aus, gebe ich euch recht. So, dann haben wir jetzt schon mal die Wände gemacht. Hier müssen wir jetzt den Computer reinstellen. Dann machen wir erstmal drei. Schuhe nehmen wir auch gleich mit. Eins und zwei. So. Jetzt brauchen wir eine Kasse. So. Palette. Schade, dass man hier nur eine reinkriegt. Und wir brauchen ein Regal.
kriegen aber keine zweite Palette. So. Dass wir auch noch durch die Tür durchkommen, kommen wir. Das ist gut. Jetzt brauchen wir Artikel. So, jetzt haben wir für 4.900 Schuhe. Somit haben wir 5.000. Ja, wir können schon mal unseren Lieferanten kommen lassen. 3. 5. Kaufen. So. Ich kann mich ruhig grüßen. Und was wollen Sie von mir? Ja, ich will vor allem, dass du damit aufhörst, irgendwelche Lügen über Lena zu verbreiten. Ja, du meinst denn das jetzt? Ist dir eigentlich klar, welche Schwierigkeiten du nicht nur Lena, sondern insbesondere auch ihre Eltern und ihre Eltern? Die beiden haben seit diesem Gerücht ihres massiven Gewinneinbruchs zu kämpfen. Die welche? Zum Beispiel wegen der Preisliste auf der Deckel des Minister angeführt. Das ist milde gesagt Buchschädigung. Und kann es nicht haben und für die restlichen Konsequenzen muss ich die Grunde fertig sein. So. Jetzt auch unsere Schuhe. So. Das heißt, wir öffnen jetzt unseren Shop. Nein, brauchen wir nicht, kein Tutorial. Bin ich gerade überlegen,
Nehme ich den Kredit auf? Ich muss wissen, ob du Sales kannst. Du kannst ja gar nichts. Er kann auch kein Sales. So. Hoffentlich kann er jetzt. Das kannst du doch vergessen. Ja, dann starten wir ohne Mitarbeiter. Ach du blöde Kuh. Ja, Pascal weiß auch Bescheid, dass er dann im Aufhören muss, die sich schicken, was man weiß.
Viel besser läuft der erste Tag aber auch nicht, muss ich gestehen. So. Na, 2500 ist schon mal ganz. Keine Schuhe mehr. Scheiße, müssen Schuhe kaufen. Gut. Der erste Tag, 3000. Ist schon mal nicht schlecht. Gut, das war's mit dem ersten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser erster Tag mit dem neuen Shop. Gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn ihr wollt.